Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video aus einer ungewohnten Kulisse. Ich bin gerade in Linz in der Wohnung. Ich war jetzt Montag, Dienstag in Linz, heute Dienstag, und habe hier trainiert, weil von heute geht es jetzt los zum Weltcup nach Kroatien. Wir haben jetzt heute Morgen noch ein Übungstraining gehabt. Es lief sehr gut, ich bin sehr zufrieden. Und jetzt fahren wir nach Zagreb, 4 Stunden, übernachten da eine Nacht und morgen früh geht es dann weiter nach Osijek, weil sonst wäre es so eine ewig lange Fahrt und Reise gewesen. Deswegen ist es ganz gut, dass wir das so geplant haben. Morgen ist dann Podiumstraining und am Donnerstag ist Wettkampf. Und ja, ich versuche euch so gut es geht mitzunehmen. Und ja, bin mal gespannt, wie es läuft. Es ist mein erster Weltcup seit langem wieder. Mein letzter war 2018 in Tokio. Aber ich freue mich voll. Es wird jetzt der erste Wettkampf für die österreichische Nationalmannschaft sein. Ich bin schon ein bisschen nervös, aber ich bin guter Dinge, dass das gut wird. Würde ich sagen, auf nach Zagreb. Macht auch immer so viel Spaß, den Koffer jedes Mal in den dritten Stock hoch und wieder runter zu tragen. Ich sage euch, mein Körper und ich haben halt auch schon wieder so ein gutes Timing. Ich habe von Sonntag auf Montag halt erstmal verlernt zu schlafen. Ich bin so Montag aufgewacht, Nacken komplett steif, Kopf drehen. Wow. Lecker Haare. Jetzt war ich heute bei der Physio, jetzt ist es zum Glück besser geworden. Aber es ist halt wirklich so, es passiert halt immer, wenn man es überhaupt gar nicht gebrauchen kann. Es ist immer nervig, aber es gibt so Zeitpunkte, da brauchst du es wirklich überhaupt nicht. Aber ja, es ist jetzt auf jeden Fall besser. Wir sind jetzt nach 4 Stunden Fahrt auch in Zagreb angekommen, haben jetzt ins Hotel eingecheckt, aber das Hotel hat einfach gar keine Rezeption. Man muss so am Hotel direkt so einen Code eingeben und im Zimmer auch. Ich fühle mich so wie James Bond, der so irgendwie den Code geknackt hat. Okay. Also die Sally und ich haben einfach eine Decke zu zweit und ich bin der größte Deckenklauer. Einfach Frühstück vor die Türe. Lol. Frühstück ist jetzt auch gemampft und jetzt geht's weiter nach Osijek. Wo ist Crap? Get some help. Ich habe euch ja gerade schon ein paar Ausschnitte vom Hotel gezeigt. Also wir sind auf jeden Fall gut in Osijek angekommen. Wir machen jetzt gerade auch schon Mittagessen und fahren dann demnächst zum Podiumstraining. Das bedeutet, dass ihr einfach nochmal vor dem Wettkampf ein gutes Training macht, vielleicht auch an einem ein oder anderen Gerät ein paar Übungen turnt und einfach dann mit dem guten Gefühl morgen in den Wettkampf starten könnt. Und ja, mal gucken, ob ich irgendwas mitfilmen kann. Ich weiß noch nicht so ganz genau. Aber ich tue natürlich mein Bestes, dass ich für euch ein paar Einblicke habe. Und dann melde ich mich nach dem Podiumstraining wieder. You're on the front line, everyone's watching. You know it's on, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. But you've got it all, believe it. When you fog it up, hold on. If you fog it up, hey, yeah. Samina, mina, sankalewa. Cause this is Africa. Samina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, yeah. Samina, mina, sankalewa. This one's for Africa. Hochgewandert. Selina und ich sind absolut hyped. Wir haben beide, glaube ich, unser bestes Training seit langer Zeit gehabt, vor dem Wettkampf. Und wir sind völlig zufrieden mit unserem Training. Es hat alles richtig gut funktioniert. Und wir haben auch richtig taktisch klug das Training gestaltet, weil wir später mit dem Training angefangen haben. Das Training hätte eigentlich um 15 Uhr gestartet und wir haben halt erst um 16.30 Uhr angefangen. Das heißt, wir waren halt an den Geräten, als der ganze Ansturm schon weg war. Und am Ende hatten wir einfach den Barren von uns alleine, also richtig gut. Ja, ich freue mich mega auf morgen und ihr habt ja ein bisschen Barren gesehen. Ich konnte den Rest jetzt auch nicht mitfilmen, weil die Halle war einfach total voll. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall noch Abendessen und machen uns einen schönen Abend, weil wir morgen auch erst nachmittags Wettkampf haben. Das wird gut! Wie ihr gesehen habt, wir waren jetzt auch gerade schon frühstücken und machen uns jetzt einen entspannten Vormittag. Ich mache tatsächlich jetzt was für die Uni
Wisst ihr noch, ich habe euch ja gesagt, ich habe vorgearbeitet, dass ich jetzt die nächste Zeit mal ein bisschen chillen kann und ja, einfach mal nichts für die Uni tun muss. Nein. ich habe mir jetzt extra von einer anderen Kommilitonin schon ein Skript schicken lassen für das neue Semester. Ich habe nämlich keine Credits mehr, weil ich habe ja vorgearbeitet. Ich habe 2 Monate jetzt quasi vorgearbeitet. Und ich habe jetzt halt keine Credits, um neue Module zu buchen. Jetzt hat sie mir ein Skript geschickt für das 5. Semester, damit ich jetzt noch mehr vorarbeiten kann. Ich kann auch einfach nicht mal mein Leben chillen und nichts für die Uni machen. Weil wir haben jetzt noch relativ viel Zeit, deswegen fange ich jetzt einfach ein neues Modul an. Why not? Ready to go! Und Palme bzw. Krone eher sitzt heute. Heute nicht mein Tag. Waren wir leider komplett Katastrophe. Darauf erstmal ein Lachgummi. Mann, ich bin so enttäuscht. Ihr habt, glaube ich, in den letzten Tagen, beziehungsweise bei euch in den letzten Minuten des Videos gehört, dass ich mich voll gefreut habe und dass das Training auch richtig gut lief. Mann! Ich dachte wirklich, dass es heute gut wird. Aber ja, so Tage gibt es einfach und es sollte einfach nicht so sein. Ich versuche jetzt, keine Ahnung, nach vorne zu blicken und morgen ist dann Balken und Boden. Und das dann ist gut zu machen. Ich habe heute auch versucht, Barren gut zu machen, aber so Tage gibt es halt leider einfach mal. Wenigstens sah ich heute einigermaßen gut aus und hatte eine schöne Krone. Good morning, heute ist Freitag, ein neuer Tag, eine neue Chance. Heute ist die Qualifikation für Balken und Boden. Ich werde am Boden starten und danach kommt dann Balken. Ich versuche es halt einfach besser zu machen und das von gestern abzuhaken. Und ja, ich kann eigentlich nichts verlieren. Ich versuche einfach mein Bestes zu geben und dann schaue ich, was rauskommt. Jetzt geht gleich Frühstück und danach werde ich mich ein bisschen rollen und stretchen und höre meinen Lieblingspodcast Gemischtes Hack an. Und dann geht's auch schon los zum 2. Weltkampftag. Ich bin wieder ready und mein Make-up gefällt mir heute mir richtig gut. Heute ist dann die Quali für Balken und Boden. Und Leute, ich bin hyped. Das muss halt gut werden. Ready to kick some asses. Ja, back in the hotel. Heute war ja Balken und Boden Qualifikation. Boden war richtig gut. Bin ich mega zufrieden. Das Einzige, was nicht so gut funktioniert, war meine Spagatdrehung. Da blende ich euch auch das Video ein. Das hat Selina nämlich mitgefilmt. Also da habt ihr meine Bodenübung. Ich kann leider die Musik nicht zeigen, weil ich sonst urheberrechtliche Probleme bekomme. Deswegen mache ich euch jetzt irgendeine andere fetzige Musik rein und viel Spaß beim Anschauen. Kurzfristig verlernt. Also hatte 2 Stürze beim Flick-Spreiz einmal und beim freies Rad, beim freien Rad. Freies Rad war ein bisschen unnötig, das hätte ich glaube ich retten können. Flick-Spreiz nervt mich, weil mein Flick-Spreiz ist mega gut. Vor allem nervt mich, dass ich eigentlich richtig gut Balken turnen kann. Also es soll nicht arrogant klingen, aber ich kann eigentlich gut Balken turnen. Auch letzte Woche, ich habe 10 Übungen gemacht, ich bin teilweise 10 von 10 gestartet. So. Ich kann es eigentlich so, aber
Der Balken ist ja auch nur 10 cm breit und manchmal klappt es einfach nicht. Ich habe auch schon überlegt, ob ich euch überhaupt das Video zeige, so, also ob ich überhaupt das auf YouTube hochlade. Weil ich habe jetzt nicht unbedingt erfolgreiche Dinge zu berichten, aber vielleicht hilft es euch auch zu sehen, dass ich auch nur ein Mensch bin, auch nicht alles funktioniert, wie es funktionieren soll. Und ja, damit muss man auch klarkommen und ja, versucht aus den Fehlern zu lernen und das nächste Mal besser zu machen. Ich habe vorhin auch ein paar Tränen verdrückt, weil ich einfach nicht zufrieden war mit meiner Leistung. Ich war auch richtig enttäuscht von mir, aber es bringt nichts, weil ihr könnt es einfach nicht ändern. Und ja, so ist der Sport einfach. Manchmal funktioniert es, manchmal Friends, dann würde ich sagen, an der Stelle beende ich dann auch das Video. Wir sind jetzt zwar noch 2 Tage in Osijek. Islina hat morgen noch ihr Barrenfinale und dann fahren wir wahrscheinlich am Sonntag heim. Aber ich habe euch eigentlich das Wichtigste gezeigt. Ja, ich hoffe, dass euch das Video trotzdem gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst ihm gerne ein Video Daumen nach oben da. Alter, ihr merkt schon, mein Kopf ist einfach broke. Lasst dem Video gerne einen Daumen. Stop it. Get some help. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat und abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Wie gesagt, ich habe schon überlegt, ob ich das Video überhaupt hochlade, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen da draußen, einfach auch mal zu sehen. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und manchmal geht auch einfach was schief und daraus müsst ihr eben auch lernen. Und deswegen schicke ich euch ganz viel Liebe und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich denke dann nächste Woche bei den Staatsmeisterschaften in Österreich. Hoffe einfach mal, dass es da besser wird, ne?